Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hunter 1, meine Lieben. Ja, wir waren ja stehen geblieben in der letzten Folge, wo wir Kentavi angegriffen haben. Und zwar, dass wir da ein bisschen Beute machen konnten. Das war nicht so die erhoffte Beute, die ich mir erhofft habe. Aber immerhin, wir haben was geschafft. Und wir werden jetzt in die nächste Patrouille starten. Wir müssen wieder in die Java Sea rein. Und hier steht, wir finden und zerstören sie alle feindlichen Schiffe, die sie finden. Gut, werden wir auch tun. Wir beginnen jetzt mit der nächsten Patrouillenfahrt. Unser U-Boot läuft aus. Aber irgendwie, wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, dieses Bild kam mir schon so richtig bekannt vor. Der gibt es auch mit so Frachtern. Okay, mit. Schön. Aber ich komme nicht auf den Namen. Ich komme nicht auf den Namen, aber das hat auch nie gespielt, dieses Spiel. Aber ich habe schon mal gesehen bei anderen YouTubern, ich glaube, da musst du. Bist du Reederer, glaube ich, ne? Und hast. Ne, musst eine Peerung aufbauen mit Handelsschiffen und sowas, alle, glaube ich, ne? Naja, gut. Nichtsdestotrotz werden wir mal anfangen. So, wir starten. In die nächste Feindfahrt. Da ist denn hier jetzt los hier nun. Ich würde sagen, wir fahren wieder nach Kentarieren. Ich habe jetzt die Lust, irgendwie wieder jetzt auf Großkampfschiffe jetzt anzugreifen. So, ja, mal gucken. So. All ahead, flank. Ja, schwere See, aber Wetter ist. Ja, bewölkt. Dann geht's jetzt los. Ach ja, übrigens, ich habe hier immer eine Kollegin nach Hause gefahren und heute hat sie mir zum Dank, weil ich mal nach Hause gefahren habe, eine Steam-Karte geschenkt, im Wert von 20 Euro. Habe mich sehr gefreut. Und habe mir gleich ein Steam-Spiel wieder gekauft. Und zwar habe ich mir gekauft Call of Duty 1. Ich habe das Spiel auch früher mal auf CD gehabt, also habe ich immer noch auf CD, habe es auch mal gesoppt, ist aber schon ewig, ewig, ewig her. Und ja, da werde ich dann auch mal antesten, mal wieder gucken, also offline für mich mal spielen, wenn ich es dann so alles gut eingestellt habe, beherrsche. Break for red. Aye, aye, sir. Ja, werde ich mal, denke mal, auch ein Let's Play davon machen. Von den neueren Teilen, also von den Zombie-Modes, die habe ich mir mal damals auch bei anderen YouTubern angeguckt. Ah, da bin ich kein, also ich bin ganz ehrlich, da bin ich kein Fan von. Da bin ich kein Fan von. Wie gesagt, ich bin ja auch ein bisschen ausgelastet. Was ich vorhabe an Projekten wäre ja, wie gesagt, die Anno-Trilogie. Jetzt also die Anno-Teile möchte ich ganz gerne machen. Dann wollte ich machen noch mal neu aufsetzen, Warcraft 2. Dann wollte ich auch noch machen Rollercoaster. Die Oh Mann, ey, ich sag
Kilometer. Oh, Junge, so drin, ey. Oh, verdammt. Entschuldigung. Die Living Silent Hunter 3 Mod wollte ich machen. Und ja, dann mal gucken, was mir noch so im Sinn kommt. Dann mal gucken. Eventuell noch mal Wolkenstein 3D. Da muss ich aber, wie gesagt, mir ein paar Mods noch runterladen. Mal gucken. Und ja, ob die auch funktionieren. Wir werden bestimmt am Morgen auftauchen. Wir werden mal kurz wieder warten. Dann kann ich eine kurze Pause machen. Lass mal kurz laufen. Und dann werden wir am nächsten Abend, dann, also jetzt in ein paar Stunden, hier einmarschieren. Wie gesagt, besser ist es nachts anzugreifen, dann haben wir nicht die Fliege am Hals. Auf die habe ich keinen Bock. Secure from red. Aye, aye, sir. Rot aufheben, jawohl, der Kapitän. Jo, machen wir. All stop! All stop. Warte mal kurz einen Moment. Jetzt ist die Luftüberwachung da. Nein, wir greifen jetzt nicht an. Nein, wir greifen jetzt noch nicht an. Wann ist es dann Untergang? Sonnenaufgang 5.48 Uhr, Sonnenuntergang 18.08 Uhr, Mondaufgang 6 Uhr, Monduntergang 8 Uhr. 34, wir haben Neumond, die See ist moderat, alles ein bisschen ruhiger geworden und Wetter ist ruhig, also kein Regen, kein gar nichts. Okay, na dann. Warten wir mal ab. Ist gleich soweit. So. Jedenfalls möchte ich mit euch dieses Spiel hier durchspielen. Definitiv.
müsste mich jetzt hier kurz daran erinnern, aber ich glaube es zu wissen, wenn man... Break. Moment. All ahead, play. Wenn man das Spiel schafft, dass man, glaube ich, noch so ein Abschiedsintro kriegt und unter der Golden Gate Bridge irgendwie durchfährt. Da hinten ist der Hafen, ein Leuchtturm. On course at coming to course 09er. On course at the requested heading, sir. Up periscope. Aye, aye, sir. Up periscope. Visual sighting, sir. Visual sighting, sir. Periscope depth. Aye, aye, sir. Jetzt mal jetzt hier auf Kurs. Thank you.
sagen können, das ist eine Shiratsuyo. Mutsuki! Okay. 1800. Sie sind 700 Yards entfernt. Ja, 700 Yards entfernt. Können wir ruhig in Ruhe den anvisieren. Eins, los! Firing one! Coming to course is 090. Aye, aye, sir. Emergency.
destroyed, sir. Das scheiße Jahr, ja, Mann. Das saufen die Bienen ab. Shiratsuyu Mutsuki, hat er gesagt. Wunderbar. Dann dürfte der andere da bestimmt eine Fubuki sein. Na, mal gucken. Okay. Müssen wir gleich so weit auf Kurs 0 sein und dann haben wir freie Bahn. Das Bayern 3. Down Periscope. Up Periscope. All ahead, 2/3. Haben wir gesagt, Fubuki, ne? Nee, Asasio. Okay, nehmen wir hin. So, wenn ich gleich mal kurz ein bisschen rufen, dann gehe ich mal kurz auf Toilette. Und dann bin ich gleich wieder da für euch, ja? Also einen kleinen Augenblick, genießt die kurze Ruhe, denn wir greifen gleich wieder an.
Oh, es ist ja gleich schon wieder halb zwei, ey. Es ist ja schon halb zwei. Gleich schon ist 2 Uhr morgens, ey. Gut, wir werden jetzt die Mission noch spielen und dann geht's ab. In den wohlverdienten Feierabend von mir. So, wie viele Batterien haben wir? Und Kapazität? Oh ja, wir fahren noch eine kleine Fahrt. Wir bleiben mal so. Tube 1 loaded, sir. Go ahead, flank. Visual sighting, sir. All ahead, full. Come on. Ah, hier der Wasserflugzeugträger. Tube 2 loaded, sir. All stop. So, warten wir wieder ab, bis die 4 Torpedos mal gelangt sind. Schwere Kreuzer. Tube 3 loaded, sir. Schießen wir auf den hier, auf den 12.550 Tonner. Was ist
Schnappen wir uns als nächstes draus. Ja, den hier. Ist ein schwerer Kreuzer. Er ist hier geradezu. Torpedo tube not loaded, sir. Torpedo tube not loaded, sir. Down, periscope. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass jetzt die Ballern belegt, jetzt auftauchen, die über Wasser sind ballern. Tube 4, loaded, sir. Visual sighting, sir. Wow. Geil. Die kleine Rücken hier an. Er ist drüber gegangen, zu kommen.
Nur jetzt eins mich schon mehr versenken. Wie gesagt, der Flugzeugträger, der hat ja nicht viele Granaten gebraucht, ey. Der hat ja bloß zwei, drei Treffer einstecken müssen, der war halt fett gewesen. Der war ziemlich stark beschädigt. Schon sehr, sehr nice. Wie gesagt, ey, mit Deckgeschütz braucht er jeden Zerstörer, Großkampfschiffe nicht antreten. Da hast du keine Chance, außer jetzt. Thank you.
kriegen. Target destroyed, sir. Rechte Kreuzer. Wie gesagt, hier ist ein schwerer Kreuzer. Hier ist noch ein schwerer Kreuzer. Oh, ein kleiner Frachter. Ich will jetzt so noch. Wunderbar. So, okay. Muss ich ein bisschen darüber stellen? Oh. Ah, der ist drüber.
Gut. Beauty. Der brennt. Ich denke mal so noch 15, 16 Granaten. Vielleicht weniger, mal gucken. Und so sparen wir uns schön die Torpedos auf. Tube 1 loaded, sir. Wichtig ist mir beim Wellengang immer auf den richtigen Moment abzuwarten. Bist du niedrig, geht sie davor, bist du hoch, geht sie drüber und musst genau aufpassen, wann du abdrückst. Das ist die Hauptsache, dass wir den jetzt auch noch kriegen. Tonnage machen. Ah, der könnte drunter sein, so. Das ist ein Dach. Drüber weggeflogen. Sir.
dass sie maximal ankratzen, was mit die Schütze jetzt hier machen. Nee, wollen sie aber immerhin. So, ich bin von oben ein bisschen runtergeschossen. Natürlich brauchen wir dadurch nur ein Torpedo weniger. Das kann schon manchmal sehr viel bedeuten. Noch 18 Minuten, noch 7 Minuten, noch 29 Minuten. Okay. Gut, vielleicht reicht es so ja. Vielleicht können wir jetzt mit 12 Grad mal knacken, mal gucken. Das wäre jetzt ein Ding. Wie gesagt, ich bin jetzt gespannt. Vielleicht klappt es, aber ich denke mal eher nicht.
hat es nicht geklappt. Naja, gut, dann ist es halt so. Tube 2 loaded, Sir. Jawohl. Wir warten jetzt noch, bis die ersten. Ah, gut, wir können ja schon mal Rot 2 abfeuern. Wir haben jetzt noch 50 Sekunden ungefähr bis Einschlag. Gut. Verschießen wir noch die ersten Torpedos und dann werde ich auch diese Folge beenden. Da läuft der Torpedo. Genau da, wo jetzt die Maus ist. Da ist er. Kicken, ob wir den verkriegen. Aber wir werden Originalansicht machen. Noch drei leichte Kreuzer rum. Also ist das nächste Ziel der schwere Kreuzer ein bisschen rechts genau vor uns. Sir. Wunderbar. Das war ein schwerer Kreuzer. Tube 3 loaded, Sir. Die ersten wie ein A ab und dann nur noch die hintersten Torpedos. Gucken, ob wir den schweren Kreuzer da kriegen. Und dann würde ich sagen, rechts der leichte Kreuzer daneben. Tube 1 loaded, Sir. Also sprich, Primärziel ist jetzt der Stillkreuz und dann der hier. Coming to course 159er. Aye, aye, sir. Ja, diesmal stand doch ohne so YouTube-Beute rum, muss man sagen. Aber man muss den besser hätte daraus machen. Aber schwere Kreuzer sind immer was Feines. Sind so, sag ich jetzt mal so, die mittelschweren Ziele an Großkampfschiffen. Die ganz schweren Ziele sind halt Flugzeugträger, Schlachtschiffe. Das ist so eigentlich schöne Schlachtschiffe so. Coming to course 275. Aye, aye, sir.
Jubeln, all ahead. All ahead, one third. Coming to course two. Coming to course two, 6-2. Aye, aye, sir. So, okay. Wir haben angeschossen, der brennt. Ah, 4 Torpedos, mal gucken. Wir schießen jetzt nur in Rohr jetzt ab auf den. Wenn man damit kriegen sollten. Coming to course 247. On course of requested heading, sir. Firing five. Eins dreißig. In 98 Minuten zwei Torpedos. Gut, dann werden wir nur einen Kreuzer noch beschädigen. Ich hoffe, der reicht aus, ey, mit Stalins hier. Dass wir jetzt den haben. Sir. Noch 18 Minuten, dann haben wir noch 13 Minuten, haben wir den Sexilan. Tube 5, loaded, sir. Ja, schießen wir jetzt noch auf den anderen Kreuzer noch drauf. Auf den kleinen Einzelnen da. Und dann würde ich sagen, fahren wir nach Hause. Und dann machen wir auch Feierabend für heute. Das reicht. Noch 3 Minuten, das ist ja lang. Tube 6, loaded, sir.
würde und 5. Gerade wollte ich meinen Bildschirm wieder ausschalten. Ich weiß nicht, ob ihr den dort gleich sehen könnt. Also jetzt trotzdem jetzt die Aufnahme. Das war mir ein bisschen stört, noch immer an dem Ding. Noch 40. Noch 30. Noch 20. Noch 10, 9, 8, 7, 6. All ahead, flank. So, dann werden wir leer geschossen, meine Lieben. Dann würde ich sagen, ab nach Hause. Der Kreuzer muss jetzt in der Reparatur jetzt drin. So, wir können nach Hause. Return to base. So, dann kommen wir wieder erfolgreich von einer Feindfahrt nach Hause, meine Lieben. Und ich denke mal, ich werde morgen Vormittag diese Folge hochladen. Und ja, dann denke mal, gegen Abend morgen wieder auf der Socken. Montag habe ich auch frei. Dienstag bin ich mit meinem Praktikanten wieder auf Arbeit, nur kurz, da wollen wir wieder was kochen und dann sehen wir weiter. So, gut, wir haben jetzt versenkt 8 Schiffe. Wir haben insgesamt gemacht 48.535 Bruttoregistertonnen. So, darunter waren gewesen 1 Zerstörer, Shira Tsuyu, 1.980 Tonnen. Ein Zerstörer Mutsuki, 1772 Tonnen. Ein Zerstörer Asahio, 2370. Ein Seaplane Carrier, ein Seeflugzeugträger, also 12.550 Tonnen. Die Kagero, 2033 Tonnen. Ein kleiner Frachter, 950 Tonnen. Denn ein schwerer Kreuzer Mogami, 13.440 Tonnen. Noch ein schwerer Kreuzer Mogami, 13.440 Tonnen. Und dann halt, wie gesagt, der beschädigte kleine Kreuzer. So. Attention to orders. For actions in combat, the Secretary of the Navy takes great pleasure in presenting you with the Silver Star. Your actions reflect great credit upon yourself and are in keeping with the highest traditions of the United States Navy. Congratulations, Captain. Danke. Attention to orders. The Secretary of the Navy takes great pleasure in presenting the crew with a Navy unit commendation. The actions of your crew reflect great credit upon their skill and devotion to duty and are in keeping with the highest traditions of the United States Navy. Congratulations to you and your men, Captain. Also wir und die Besatzung wurden auch nochmal ausgezeichnet. Sehr schön. Wir werden jetzt nach Fremantle versetzt. Gut. Time to transit 7 Tage und Time import 7 Tage. Also wir hatten jetzt 14 Tage Urlaub. Guti, meine Lieben. Damit würde ich sagen, speichere ich nochmal diese Karriere.
guck mal auf unsere Karriere. Wir haben 6 Patrouillen abgeschlossen. Wir haben insgesamt schon 280.556 Tonnen versenkt und insgesamt 39 Schiffe versenkt. Guti, meine Lieben. Das soll es für heute gewesen sein. Da bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Silent Hunter 1 wieder, meine Lieben. Ja, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag und ich sage tschüss. Oh, Entschuldigung. Tschüss, reinhauen.